Herzlich willkommen in Finchys Welt zu einem neuen Video. Heute geht es um diese beiden Stapel mit Spielen. Ihr habt jetzt schon so ein bisschen erkannt wahrscheinlich, was da so mit bei ist. Dieser Stapel hier beinhaltet ziemlich schlechte Spiele und dieser Stapel beinhaltet ziemlich gute Spiele. Und diese guten Spiele könnt ihr im Laufe des Videos alle gewinnen, aber da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Erstmal sprechen wir über die Spiele, die nicht so gut sind und warum und wieso und was ich mir da überlegt habe, das klären wir nach dem Intro, würde ich sagen. Das Hauptthema dieses Videos ist heute richtige Gurkenspiele, die ich persönlich aber irgendwie in einer schönen Version oder in einem neuen Gewand, in einem Remake oder was auch immer, für mich, für meine Sammlung gerne hätte, weil ich da irgendwie, ja, weiß ich nicht, einen Sinn sehe, diese so zu sammeln oder halt generell einfach mal mir mal anzugucken, wenn man an diesen Spielen irgendwie etwas verändert. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie verständlich war. Es geht im Grunde um Gurkenspiele und wie kann man sie besser machen oder dass man sie sammeln möchte. Wenn ihr irgendwelche Gurkenspiele habt, dann könnt ihr die natürlich wieder verkaufen. Das Ganze kann man fantastisch gut machen bei meinem Partner retroplays.com. Ich mittlerweile solltet ihr das mitbekommen haben, dass ich Partner bin von retroplays.com und geht dort gerne mal auf die Seite. Das ist im Grunde eine Seite wie ein Marktplatz, ein bisschen was wie natürlich eBay Kleinanzeigen. Damit kann man es ganz gut vergleichen, aber mit einem etwas anderen Niveau. Und das Schöne an dieser Seite ist, dass die ganzen Sachen, die dort angeboten werden, halt hauptsächlich von anderen Videospielbegeisterten Menschen kommen oder halt von Sammlern. Das heißt, wenn ihr da seht, okay, der Zustand für dieses Spiel ist sehr gut, dann wird der auch sehr gut sein, weil das halt alles Leute sind, die ja sich mit diesen Spielen auseinandersetzen und diese Seite halt deswegen auch nutzen wollen. Zudem könnt ihr auf dieser Seite auch eure Sammlung archivieren. Das bin ich gerade dabei zu machen, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Wird demnächst da auch weitergehen mit meiner Switch-Sammlung sehr wahrscheinlich. Klickt gerne auf die Seite. Unten in der Videobeschreibung ist ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr über diesen Link auf die Seite geht und dann ein bisschen was kauft oder stöbert oder was weiß ich, dann habe ich da auch noch ein bisschen was davon. So viel am Rande. Und das Gewinnspiel heute, was wir im Laufe des Videos hier noch machen werden, das hat auch zum großen Teil mit Retroplays zu tun. Aber da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Fangen wir aber nun mal an mit dem ersten Spiel, was ich gerne in einer schönen Version oder in einem guten Remake gerne hätte. Anfangen möchte ich da mit Sacred 3. Ihr seht's hier, ich habe das damals bekommen als Muster von Deep Silver, damals wurde das Ding gepublished und die haben, ja, da habe ich angefragt, weil ich ein großer Fan von Sacred 2 damals war. Ich habe Sacred 2 auf Platin gespielt, was unfassbar lange gedauert hat und auch unfassbar nervenaufreibend war. Die Story habe ich schon ein paar Mal hier auf meinem Kanal erzählt. Da ging es um eine Trophäe, wo man nicht sterben durfte. Und ich beim Bossfight, beim Endboss, einfach gestorben bin, weil der Briefträger mich abgelenkt hat. Und ich quasi es aber noch retten konnte, indem ich einfach den Stecker der Konsole gezogen habe, beziehungsweise einfach ein Hard Reset gemacht habe und es zum Glück noch nicht gespeichert hatte. Egal, auf jeden Fall Sacred 3 habe ich mir deswegen damals angucken wollen, weil, wie gesagt, Teil 2 mich ja eine ganze Weile begeistert hat und ich das Ding sehr cool fand. Aber mit Sacred 3 haben sie einfach fast alles falsch gemacht. Sie haben einmal das komplette Gameplay verändert, was vielleicht ein Schritt in eine modernere Richtung war. Ja, mag sein, weil Sacred 2 war so ein bisschen ein Diablo-Klon mit der typischen isometrischen Sicht von oben drauf. Man konnte durch die Weltgeschichte kämpfen und reiten und was weiß ich was. Was damals sehr cool war, dass man bei Teil 2 auch von seinem Reittier aus kämpfen konnte, was mittlerweile das nächste Spiel, was mir dazu einfällt, ist Elden Ring. Ansonsten gibt es gar nicht so viele Spiele, die das, glaube ich, können. Ist aber auch egal. Das war damals halt ganz cool gemacht, ne? Und es hat Spaß gemacht. Und Sacred 2 war da halt toll irgendwie. Das war für mich genau das Richtige. Und mit Sacred 3 haben sie nicht nur das Gameplay verändert, was, wie gesagt, jetzt nicht so dramatisch ist. Sie haben auch den Humor reingebracht. Beziehungsweise generell den Humor auch noch ganz schlecht reingebracht. Und das hat es für mich einfach gekillt. Ich habe dieses Spiel angespielt. Das Video dazu, wenn ich dran denke, werde ich euch verlinken. Könnt ihr euch gerne angucken, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Ich habe da ein bisschen über das Spiel hergezogen tatsächlich, weil das mir gar nicht gefallen hat damals. Ich fand es einfach nur lächerlich, dass man versucht, so einen Humor in so ein Spiel reinzubringen. Wenn, dann muss man das machen wie bei einem Tiny Tina's Wonderland im Moment, was halt aus der Borderlands-Reihe kommt und was einen total abgefahrenen Humor hat, was aber komplett drüber ist die ganze Zeit, was dann wiederum gut passt. Wenn man aber ein Spiel macht, was sich grundsätzlich ernst nimmt und was ein Fantasy-Setting hat, mit harten Charakteren, man sieht das auch auf dem Cover, da sind, keine Ahnung, Bogenschützen bei und mit einer Axt und keine Ahnung. Und dann kommen da so flapsige Sprüche, die nicht mal witzig sind.
das muss man ja auch dazu sagen, ne? Bei einem Tiny Tina zum Beispiel ist es halt schon witzig, was da gemacht wird, weil es auch irgendwie cool inszeniert und cool eingebaut ist in das Spiel. Aber hierbei einfach stumpf diesen Humor, das hat mich sofort abgeschreckt und ich hatte keine Lust, dieses Ding weiterzuspielen. Wenn sie jetzt dieses Spiel, ich muss es jetzt nicht zwingend haben, aber ich fände es halt schon cool, wenn sie ein neues Sacred bringen würden, was dann wieder ein bisschen Richtung Sacred 2 geht. Ne? Einfach so ein typischer Diablo-Klon in Anführungszeichen, wo man von oben drauf schön guckt und einfach stumpf sich durch Gegnerhorden schnetzelt und die Welt entdeckt und lootet und seinen Charakter besser macht und so. Sowas macht immer Spaß und das hätten sie mit Teil 3 einfach cool machen können, indem sie da natürlich die Grafik ein bisschen aufpolieren, die Welt ein bisschen anders machen, die Technik an sich vielleicht verbessern, weil Sacred 2 war jetzt nicht so das technisch beste Spiel. Naja, dann hätte das Spiel gut werden können, aber leider ist es das in meinen Augen überhaupt nicht geworden. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, gibt es von euch da draußen Leute, die das Spiel gut finden, Sacred 3? Und wenn ja, warum? Schreibt das bitte mal in die Kommentare. Und wenn ihr es kacke findet wie ich, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Deswegen, wenn sie da ein bisschen was verändern, könnte es ein gutes Spiel werden und dann würde ich mir das auch nochmal angucken, als Remake auf der PS5 oder so, keine Ahnung. Ja, Sacred 3. Das zweite Spiel ist von der Nintendo Wii U und das ist eigentlich ein, ja ich sag mal, ein Herzensspiel von mir, weil ich damals zur Kindheit ein sehr großer Fan dieses Spiels war. Und zwar ist es natürlich Star Fox Zero von der Wii U. Ne? Damals auf dem Super Nintendo, Starwing habe ich geliebt, danach kam Lilith Wars auf dem N64 und meine Güte, wie gut war denn das bitte? Ne? Und hier das Spiel an sich ist ja auch gar nicht so schlecht. Ich habe es natürlich nicht weitergespielt irgendwann, aufgrund der Steuerung. Das muss ich einfach so sagen. Das Spiel an sich war ja ganz cool. Man fängt am Anfang an, da kommt dieses Tutorial und so. Und man fühlt sich eigentlich optisch und auch von der ganzen Atmosphäre direkt wieder wie bei Starwing, Star Fox, whatever. Aber diese Steuerung, dass man mit diesem Gamepad quasi zielt und schießt und dann aber auf dem Fernseher trotzdem fliegt und so, das war einfach mir zu viel. Es gibt auch Leute, die diese Steuerung gut finden. Ich weiß, dass der gute Laune-Typ damals immer ein großer Verfechter dieser Steuerung war und sagt, hey, ihr müsst euch da reinfuchsen, so schlecht ist das gar nicht und so. Aber da denke ich mir so, Nintendos Innovationsreichtum in allen Ehren, aber macht doch einfach ein ganz normales Star Fox. Denn im Grunde, das ist das, was die Leute hier alle wollen. Die wollen einfach nur ein Star Fox haben. Ein typischer Rail-Shooter, wenn man so möchte, ein Shoot'em-up. Diese Mischung davon, die ist einfach, das ist ja kein richtiger Rail-Shooter, das ist ja ein Shoot'em-up eher, ne? Aber trotzdem geleitet immer durch diese linearen Levels. Macht doch sowas einfach nochmal mit der Star Fox-Lizenz, mit den ganzen Charakteren, mit Star Fox, Pippi? Wie ist er denn? Nicht Pippi. Slippy, Pippi, genau. Hey, Pippi Langstrumpf. Hey, Slippy Langstrumpf war mit dabei und das sind einfach coole Charaktere gewesen. Und wenn sie diese Formel von damals jetzt auf die Switch bringen würden oder sie würden einfach Star Fox Zero ja nochmal neu machen mit einer ganz normalen Steuerung, ich glaube, dass das gut funktionieren würde. Leider war das damals für mich und für viele andere so ein Reinfall, dieses Game. Ne? Viele sind mittlerweile dazu übergegangen, dass sie halt Starlink Battle for Atlas spielen mit der, also mit dieser Star Fox Lizenz auf der Switch. Ne? Das ist ja was ich auch ganz cool fand damals. Ist für mich auch das modernere Star Fox, ja, weil das halt die Lizenz hat und weil die Gleiter cool sind und weil das halt ein bisschen open-worldiger ist und so, das ist vielleicht was moderner, aber für mich persönlich würde Star Fox Zero mit einer ganz normalen Steuerung perfekt funktionieren und das dann auf der Switch oder meinetwegen auf der nächsten Switch noch mit richtig guter Grafik oder sowas, würde ich nehmen, würde ich feiern, auf jeden Fall. Dann kommen wir noch zu einem kleinen Spiel, was ich selber nicht in der Sammlung habe. Was ich aber mega witzig finde, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, deswegen werde ich das schnell abarbeiten hier. Und zwar geht es um E.T. vom Atari damals. Zu E.T. vom Atari gibt es eine kleine Story. Ich weiß nicht, viele werden die kennen, diese Geschichte. Aber damals war dieses Spiel so schlecht und wurde so schlecht verkauft, dass sie einfach so viele Exemplare übrig hatten. 100.000 Millionen Milliarden, keine Ahnung, wie viele es waren, die sie nicht los wurden und sie wussten nicht wohin mit diesen Dingern und dann haben sie die genommen und haben sie irgendwo in der Wüste von Nevada, glaube ich war es, haben sie verbuddelt. Sie haben dann ein Riesenloch ausgehoben und sind mit Anhängern dahin gefahren, haben diese ganzen Spiele da reingekippt und zu, mit Sand, weg, aus den Augen, aus dem Sinn. Und diese Geschichte, weil dieses Spiel einfach so schlecht war und sich so schlecht verkauft hat, dass man diese Dinger einfach in der Wüste verbuddelt, finde ich so witzig, dass ich es mega feiern würde, wenn sie
von diesem E.T.-Spiel ein Remake machen würden oder ein Remastered oder einfach das Original und pressen es auf eine Switch-Cartridge oder auf eine PlayStation-CD, was weiß ich, ist mir eigentlich egal, und verkaufen das dann. Zu einem kleinen Preis natürlich, weil für so ein Spiel kann man da nicht viel verlangen. Fände ich aber mega witzig. Haben sie damals auch mit, wie hieß das noch, mit Shaquille O'Neal oder was war das noch für ein Spiel da? Das war ja auch mega schlecht damals und sie haben einfach ein Remake gemacht, was eigentlich ganz gut angekommen ist, weil es halt einfach so eine verrückte Idee ist, so ein ganz schlechtes Spiel, weil es halt so bekannt ist, weil es so schlecht ist, dann dieses Spiel neu zu machen und wieder zu verkaufen. So. Und ich wäre so jemand, der sich E.T. tatsächlich nur mit diesem Hintergrund von dieser Geschichte ins Regal stellen würde und auch natürlich verspielen würde, ganz klar, weil es ist ja kein sehr großes Spiel. Deswegen E.T. vom Atari würde ich mir holen, wenn es dann eine coole Version mit einem coolen Remake geben würde. Dann müssen sie auch nicht mal groß was verändern oder so, aber fände ich schon sehr witzig. Dann zu guter Letzt haben wir natürlich noch ein weiteres Spiel, was eine Geschichte hier auf meinem Kanal mittlerweile schon hat. Und das haben auch viele am Anfang natürlich schon gesehen. Und zwar rede ich von Rise of the Robots. Wer meine Story mit diesem Spiel nicht kennt, mal ganz kurz zusammengefasst. Ich bin damals auf den Speicher gegangen, als ich meine ganze Sammlung wieder aufgebaut habe, vor 10 Jahren oder wann. Da habe ich meine ganze Sammlung unten in meiner Garage wieder, wie jetzt hier, an die Wände gestellt und ausgestellt und gesammelt und fand das alles cool. Ich dachte mir, hey, auf dem Speicher hast du doch mit Sicherheit noch irgendwie welche Sachen in Kartons oder Kisten, die du gar nicht mehr auf dem Schirm hast. Ich auf dem Speicher hoch und habe hinten in so einer Kiste rumgesucht und sehe plötzlich, ich sag mal, nur das hier, ne, unten so dieses Super Nintendo Logo aus so einem Karton unten rausgucken. Und ich denke, wow, was ist das denn? Da ist der OVP von einem Super Nintendo Spiel, weil ich sonst aus meiner Kindheit keine OVPs mehr hatte. Ich hatte nur noch die Module. Und ich kam das da raus und häng kopfüber in diesem Karton drin und zieh es raus. Und was ist es? Es ist Rise of the Robots, eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Und das habe ich mir früher als Kind gekauft mit sehr großen Erwartungen. Ich bin in den Karstadt damals gegangen, habe 130 D-Mark oder was dabei gehabt und habe dieses Spiel gekauft aufgrund des Covers, aufgrund dieser Bilder hinten drauf. Und ich dachte, hey, das ist doch sowas wie so ein Street Fighter mit Robotern. Das ist doch bestimmt voll geil. Hab das gekauft, komm zu Hause an und war als Kind schon enttäuscht. Und das ist ja was eigentlich selten der Fall ist. Normalerweise als Kind nimmt man das, was man hat und spielt das. Oder man kennt das noch aus der Kindheit, ne? Aber das hier, das war einfach damals schon scheiße. Und das hat aber jetzt für mich einen gewissen Nostalgiefaktor, weil es mich halt mein ganzes Leben schon begleitet und das wirklich das Original aus meiner Kindheit ist. Einfach weil es ein unfassbar beschissenes Spiel ist und ich das jetzt so lustig fand mit dieser Story auf dem Speicher und das hat mich halt mega geärgert, weil der Zustand von diesem Spiel ist wirklich gut. Hätte ich da irgendwie ein, keine Ahnung, The Legend of Zelda hier, A Link to the Past oder sonst irgendwie was, in so einem guten Zustand, ja, dann wäre ich reich. Übertrieben gesagt. Also das, naja, schade. Aber sie könnten natürlich das Ding hier wirklich cool machen. Das muss man ja einfach so sagen. Die Idee ist ja nicht schlecht, mit Robotern ein Fighting-Game zu machen. Weil da hat man ja ganz andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit einem Street Fighter, wo man ganz normale Menschen hat, die vielleicht irgendwelche besonderen Kräfte haben, ja. Aber letzten Endes sind es trotzdem nur Menschen, die, ne, klar, Dalsim, der kann seine Arme ausfahren und so ein Kram, was auch jetzt kein normaler Mensch kann. Aber hier hat man einfach noch, keine Ahnung, kann man eine coolere Optik machen, man kann das auf der PS5 bestimmt mega grafisch umsetzen. Da hätte ich schon richtig Bock drauf. Wenn man das vernünftig macht, wenn das allerdings so ein Crap wird wie das hier und sie überarbeiten nur die Grafik, dann eher nicht. Ne? Dann hat es halt auch keinen richtigen, ja, keinen Überzeugungswert, dass es halt gut ist. So, ne? Ich meine, wobei ich nicht weiß, ob ich es mir trotzdem vielleicht einfach schon wegen der Story holen würde. Ne? Deswegen Rise of the Robots in einer coolen Version, mit coolen Kämpfern, mit cooler Grafik und so, würde ich mir auf jeden Fall holen. Fände ich eine ziemlich coole Sache. Verrückt. Ja, heute nur 4 Spiele zum Hauptthema dieses Videos, denn jetzt kommen wir natürlich noch zum Gewinnspiel dank RetroPlays. Und das ist nicht nur RetroPlays, das muss ich auch dazu sagen, denn ich habe selber noch ein bisschen was organisiert und habe selber noch ein paar Sachen von meiner Sammlung aussortiert. Und ich habe noch eine Channel-Spende bekommen. Das gucken wir uns aber jetzt mal eben an. Das heißt, wenn ihr diese Spiele gewinnen wollt, dann passt jetzt gut auf, denn am Ende werde ich natürlich erklären, was ihr dafür tun müsst. Nichts Weltbewegendes, aber ich möchte euch erstmal die Spiele zeigen. Und zwar, unten in der Videobeschreibung findet ihr einmal den RetroPlays Affiliate-Link, hatte ich eben schon gesagt. Und zweitens findet ihr unten auch meinen Twitch-Kanal. Und auf meinem Twitch-Kanal hatten wir vor einiger Zeit mit der Community zusammen im Stream diese Spiele ausgesucht. Denn ich habe die Möglichkeit,
von RetroPlays bekommen, mir Spiele mit einem bestimmten Geldwert dort auszusuchen, diese zu kaufen und kann die jetzt an euch verlosen. Und wir haben uns dann entschieden, zwei Spiele zu nehmen, eins für die Switch und eins für die PlayStation 4. Und das sind zwei ziemlich coole Sachen. Das erste für die Nintendo Switch ist Guacamelee im One-Two-Punch-Pack mit Guacamelee 1 und Guacamelee 2. Das sind ganz coole Metroidvanias. Nichts für mich, deswegen bin ich auch gar nicht so traurig, dass ich das verlosen muss. Aber nichtsdestotrotz gute Spiele und die Community hat das entschieden. Deswegen Guacamelee im One-Two-Punch-Pack ist das erste Spiel von RetroPlays. Dann haben wir danach auch noch von RetroPlays, da sind wir dann dazu übergegangen zu PlayStation 4 und haben dann Ni No Kuni 2 ausgewählt. Ich hätte auch ganz gerne Ni No Kuni 1 genommen, aber preislich passte das dann besser rein und wir haben Ni No Kuni 2 genommen. Auch ein unfassbar tolles Spiel. Wer das noch nicht gespielt hat, macht beim Gewinnspiel mit, spielt das Ding. Grandioses JRPG, schöne Optik, schöne Musik und so weiter und so fort. Dann habe ich eine Channel-Spende bekommen vom Florian, von den Zock Amigos, oder der Zock Amigo Florian. Der hat mir geschickt L.A. Noire für die Nintendo Switch. Das hat er noch rumfliegen gehabt und das ist auch noch eingeschweißt. Also das kommt auch noch mit in das Gewinnspielpaket rein. Und dann habe ich noch drei Spiele dazu gesteuert. Einmal habe ich das selber gekauft, weil es einfach ein super Angebot mal war. Und es ist ein ganz cooles Spiel. Es ist und zwar Need for Speed Hot Pursuit, das Remake oder Remastered für die Nintendo Switch. Ist auf jeden Fall ganz cool geworden. Habe ich auch selber in der Sammlung. Kann man auf jeden Fall mal spielen. Und dann habe ich noch zwei Spiele für die PlayStation 4. Das sind beides Point-and-Click-Adventures. Und zwar Deponia 1 und Deponia 2, Chaos of Deponia. Von Daredelic Entertainment brauche ich nicht mehr, weil ich die Collection mittlerweile habe, wo alle vier Teile drin sind. Aber Teil 1 und 2 packe ich noch mit in dieses Gewinnspielpaket rein. So viel dazu. Ja, na, erstmal natürlich vielen Dank an RetroPlays, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, hier dieses Gewinnspiel mit diesen zwei Spielen schon mal zu machen. Ne? Das ist ja schon mal das Highlight und die anderen Sachen sind dann auch so ein kleines Zubrot vom Florian und von mir. Und ich hoffe, dass der ein oder andere damit glücklich wird. Was müsst ihr jetzt machen, um beim Gewinnspiel teilzunehmen? Ihr müsst mir natürlich einen Kommentar schreiben, damit ihr überhaupt irgendwie teilnehmen könnt. Und zwar schreibt ihr mir irgendeinen Kommentar, ist egal, was ihr schreibt. Am liebsten wäre mir ein Kommentar zu dem eigentlichen Videothema. Natürlich, welche Spiele, die wirklich Müll waren von früher oder die ihr früher irgendwie schlecht fandet oder auch heute schlecht findet. Was müsste man machen, um diese Spiele irgendwie gut zu machen? Oder ihr schreibt mir einfach irgendwie einen anderen Kommentar, ist eigentlich ziemlich egal. Hauptsache, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann schreibt ihr Hashtag RetroPlays mit da rein. Und dann wandert ihr in den Lostopf. Ich werde dann das Ganze 5 Tage laufen lassen. Und am 5. Tag werde ich dann so einen Randomizer darüber laufen lassen, suche mir einen Kommentar aus, werde denjenigen irgendwie kontaktieren. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir da über Discord bei mir oder Facebook oder sonst wo, ja, in Kontakt kommen und dann werde ich euch diese Spiele zuschicken. Ja, finde ich das eine ziemlich coole Sache. Dafür würde ich mich freuen, wenn ihr da einen Daumen mir geben könntet oder sowas, weil es einfach mal was Besonderes hier auf meinem Kanal ist. Ne? Wenn ihr beim nächsten Mal mitentscheiden möchtet, weil ich hoffe, dass ich solche Gewinnspiele öfters machen kann, dank RetroPlays, ne, dann könnt ihr gerne mal unten ein Follow auf meinem Twitch-Kanal dalassen, denn eigentlich ist es immer geplant, dass ich diese Spiele mit euch zusammen aussuche, die ich dann verlosen kann. Ne? Also habt ihr dann noch so ein bisschen Mitbestimmungsrecht, sag ich mal, ne? Und das ist eigentlich eine ziemlich geile Sache. Nun gut, dann würde ich aber sagen, bin ich jetzt raus. Ich hoffe, ihr macht fleißig am Gewinnspiel mit und geht bei RetroPlays gucken. Wie gesagt, das ist wirklich eine coole Seite, sonst würde ich keine Werbung dafür machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus. War's das? Ich hoffe, das war's. Tschüss.